Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir schnetzeln uns hier durch den Origin, durch den Ursprung. Ja, auf dem Weg zu den Obermöbiussen. Der ganze Origin ist eigentlich ein großer Möbius, wenn ich es richtig verstanden habe, soweit. Beim letzten Mal haben wir ja drei Names auf einmal weggeklatscht. Kein Problem für uns. Es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich war es in der Tat überhaupt kein Problem gewesen. So, links und rechts gehen Türen auf, sehe ich gerade. Ich wollte mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh Gott. Irgendwen haben wir schon geaggroht, den hier. Dann nehmt mir doch mal die Aggro ab, bitte. Ich glaube, wenn wir an einer Seite vorbeigehen, aggroen wir wahrscheinlich nur eine Seite, deswegen sollten wir uns auf einer Seite halten. So, hinüber, er ist. Liegt auch noch was drin, können wir uns auch noch gönnen. Hier ist auch noch ein Container drin, sehr schön. Aber die haben so wenig Life alleine, ey, da können wir die Skills direkt durchballern, wenn wir sie fertig haben. Wahlweise können wir dabei auch Aggro ziehen, so wie es aussieht. So. Auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. So dealen wir damit. Oh, da haben wir noch einen dritten geholt. Aber ich bin mir sicher, die Aggro wird mir jemand abnehmen. Es ist aber auch nett, ne, dass sie selbst hier im Origins uns noch ein paar Rastpunkte aufgebaut haben, wo wir quatschen und kochen können. So, und alle auf den letzten. Haben wir noch einen geaggrot? Wo? Ich sehe nichts. Naja, einfach mal grob Richtung Lebensbalken. Waren das vier gewesen? Das sieht hier fast so aus, als wenn man ja noch geradeaus weitergehen könnte, oder? Nee, kann man nicht. Ah gut, den einen hier können wir trotzdem noch umbrezeln. Und er liegt am Boden. Ja, das wird auch sein Ende sein. So, wieder Doppelschleuse. Da sind wir da draußen. Dachte, wir wären von hier gekommen, aber sind wir gar nicht. Sieht zumindest irgendwie anders aus. Aber der Gang sieht auf jeden Fall absolut identisch wie der andere letzte Außengang aus, den wir gekommen sind. Na, eigentlich will ich mich nicht immer so mit dem Rücken Richtung Abgrund stellen, ne? Falls immer irgendwie so ein Schubs, Windschubs oder so macht, dass er mich nicht direkt hier runterschubst und mich hier runter segelt. Aber gut, jetzt stehen wir hier. So, wenn er jetzt nochmal umgeworfen wird, kann er eh nichts mehr Schubsmäßiges machen. Aber will gerade niemand. Okay. Dann halt nicht. Dann gebe ich mir auch keine Mühe mehr damit, so hier irgendjemanden zum Schwanken zu bringen. So, hier geht's schon wieder rein. Okay, sieht komplett identisch aus wie der andere Gang. Aber hier drin sieht es ein bisschen anders aus. Okay.
Fall. Bisher ist relativ geradlinig, ne? Hier, der letzte Dungeon. Wo ist der Vogel hin, der runtergefallen ist? Kommt tatsächlich nochmal rauf. Er hätte auch einfach unten bleiben können. Auch da meine ich in Xenoblade 2, klar, die Dungeons sind nicht die Zelda-Dungeons, die irgendwie 1000 Räume und Verstecke und Schlüssel und sonst was haben. Aber ich glaube, der hat schon so ein paar Räume. Ah, guck mal. Schon so ein paar Räume gehabt, wo man nochmal hin und her musste. Scheint nicht aktiv zu sein, beziehungsweise wenn man so ein paar Truhen öffnen wollte, wo man ein paar Mal hin und her rennen musste und sowas. Abseits des Hauptweges. Naja, immerhin müssen wir jetzt mal gucken, wie wir diesen Fahrstuhl hier aktiviert kriegen. Meine Fresse, ey, ist aber echt viel Gemetzel hier im Origin, ne? Aber kein Gemetzel, was wir nicht im Griff hätten. So, und wegrasiert. Okay, es ist irgendwie ein munteres Gewirr irgendwie aus irgendwelchen Laserstrahlaufzügen hier oder so, habe ich den Eindruck. Ups, wo kam die her? Weiß man nicht so genau. Müssen wir einfach umhauen. So, komm, der eine kann doch jetzt endlich mal umhauen, oder? Umfallen. Einmal der Volllaser hier durch die Typen durch. So, da haben wir die vier doch schon. So, wir sollen hier hoch. Wir gucken trotzdem einmal um die Ecke. Naja, es gibt noch einen Container hier. Bewacht von noch so einer Vierermannschaft. Okay, Talion hat den Hard Reset erfahren. Na gut, so ist das, wenn man agromäßig durchbritzelt, Talion. Das musst du vielleicht als der Mensch wieder nochmal lernen. So, ups. Wollte eigentlich noch den Container öffnen. Hat noch einen Rare Dude entdeckt. So, dann mal rauf hier. Und die nächsten 20.000 Gegner umbrezeln wahrscheinlich. Let's do breakfast, yeah? Den hier zum Beispiel, Yono Horona. Da, hast es. Quick.
Der hat ein bisschen mehr Leben, als ich dachte. Jetzt habe ich schon meine ganzen Skills hier rausgehauen. Wie er einfach so mitten im Kampf die Waffen wechselt. Ist irgendwie auch witzig. Ach, da ist es auch schon hinüber. Ja, das da drüben sieht nach einem Rare Thing aus. Wollen wir den? 67 named? Ich würde sagen, den gönnen wir uns noch, oder? Gönnen wir uns erstmal den hier. So, der schwankt und ist ohnmächtig und alles. Er hat ordentlich Items gerade verloren in der Explosion. Und jetzt auch nochmal ein Container. Ist es nicht schön? Cirrus Beinschienen, brauchen wir die? Wahrscheinlich nicht, oder? Erhöht die ersten 55 Sekunden eines Kampfes den Schaden um 30%. Ne, das ist doch kacke. Ich will doch Boni haben, die den ganzen Kampf durchwirken. So, sind meine Kollegen alle unten, bevor ich den Kampf hier anfange? Was war das denn gerade? Ein Laserschwert-Sound? Wie cool war das denn? Jo, ups. Warum sind wir jetzt wieder runtergefallen? Da ist unser Named. Hamael der Pirscher. Stufe 67. 7 Level unter uns. Na dann. Mal gucken, ob wir eine Angriffskette brauchen oder nicht. Talion hat schon wieder die Aggro. Warum auch immer er das nicht in den Griff kriegt, ja? Gut, immerhin sind sie fusioniert und er ist auch schon geschwankt und in Ohnmacht und alles. Explosion. Item-Explosion. Danke. So, links ist alles bereit. Rechts kommen sie jetzt auch. Dann Fusion. So, Synchro läuft noch nicht so. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten in diesem Kampf? Aber jetzt ist er resistent gegen Schwanken anscheinend. Warum habe ich eigentlich hier nicht Lucky 7 als Special? Muss ich das irgendwie nochmal besonders aktivieren? Aber als ich noch die SL-Klasse hatte, war das auch automatisch da. Aber okay, er hat auf jeden Fall auch ewig viel Leben. Komm, wir gönnen uns auch mal die Synchro. Einmal den Salto, bitte. Radadadadadang. So, langsam verliert er ein bisschen Leben. Okay, mittlerweile kriegen wir eigentlich gefühlt nach zwei Schlägen schon wieder den Salto hier hin. Aber jetzt ist auch langsam vorbei. Gut, dann Angriffskette.
Komm, wir lassen mal nicht Noah anfangen. Dann kriegt Noah zwar jetzt auch nicht die fettesten Punkte, aber er kriegt immerhin den 25% Multiplier auch nicht. Genau, und jetzt... Nö, kann Mio auch noch ein paar Punkte aufbauen. Jetzt haben wir eigentlich schon 3 mit aufgebauten Punkten. Der Plan ist, glaube ich, eventuell nicht so schlecht. Und jetzt kann sie hier... Zack. Drei Leute wiederholen. Genau, hau raus. Genau, alle drei wieder da mit einigermaßen Punkten. Heldenrunde mal als nächstes. So, das wird eine relativ klassische Runde. Einmal Schaden. Einmal Heilung. Und einmal Tank. Dann haben wir 150. Aber jetzt kriegen wir nur noch 2 von den dreien wieder. Die beiden mit den höchsten. Ich habe keine Ahnung, wer von den dreien jetzt die höchsten hat. Sie haben mal alle Punkte gesammelt zwischenzeitlich. Okay, die beiden, sehr schön. Heiler ist raus. Lance. Dürfen wir jetzt noch nicht Senna nehmen. So, wer ist dran? So, mit ihm zuerst. Ne, mit ihm lieber zum Schluss, ne? Boah, bei ihr ist auch schon die Gefahr, dass wir mit einem Schlag über 100 kommen, ne? Ist nicht so gut. So, mal gucken, wie weit wir mit den beiden noch kommen. Ja, unseren Heiler, den hochpunktigen Heiler so früh rauszuverlieren, ist dann auch kacke. Also optimal ist das alles nicht. So, was wollen wir jetzt? Jetzt kommt eh... Eine normale Runde müssen wir jetzt noch, oder? Ja. Komm, holen wir mal die Höchsten zurück. Vielleicht kommen wir mit ihr so auf die 200. Nein, kommen wir natürlich nicht. Ich schätze, Hammerl der Pirscher ist am Ende dieser Kette auf jeden Fall down. So, jetzt brauchen wir Senna oder Tayon. Für Ourobos. Ja, wir können eh nur noch 2 Angriffe raushauen, ne? Weil wir jetzt auf jeden Fall über 100 kommen werden. Da ist auch die Vernichtung. Okay. 1100 Schaden schon mal, 1100%. Gut, Reaktivierung. Ourobos. Bam, Junge. 76. Ja, dann sind noch die beiden Heiler übrig. Hm, das macht gar nicht so viel Schaden, der Y-Schlag hier mit ihr. Da müsste ich mal hart auf dem X bleiben. Ja, komm, ich warte bei ihr mal auf den X. X weiß ich, dass der eigentlich immer Schaden macht. Okay, 13,60 immerhin. Einmal angepiekst. Nochmal. Allein das waren schon 880.000 Schaden. Der eine Treffer da. Ja, 4,5 Millionen. Das ist schwer in Ordnung. Und schon wieder ein Named umgeflext. Okay, haben wir auf jeden Fall auch schon einige Names hier gelegt.
lots. Im Origin. Let's use this. Ist doch wirklich abartig übertrieben, ne? Wie viel Schaden man so einer Angriffskette raushauen kann. Das ist unfassbar. Und hier rutscht man einfach runter. Ja. Verstärker 2, unteres Tor. So, von hier aus könnte man wahrscheinlich den Fahrstuhl aktivieren. Machen wir mal als Abkürzung, obwohl hier unten auch ein Reisepunkt ist. Okay, 2 von denen wollen gar nicht mitkämpfen. Ist okay für mich, Jungs. Wenn ihr nicht wollt, picken wir euch halt nachher einzeln weg. So, er steht ja auch schon im Feuer drin. Dann sollte auch er einigermaßen schnell hinüber sein. Okay, jetzt haben wir die anderen auch geedit. Wo stehe ich denn hier mal seitlich? Er hat sich abgelegt, jetzt stehe ich hinter ihm. Hier stehe ich seitlich. So, der Lead ist auch nochmal umgeworfen worden. Und fliegt auch mit einer Explosion durch die Luft. Okay, der Lead ist auch gerade bezogen worden. Ich wollte die ganze Zeit mal... Ach, mir ist sogar Synchronisation gelungen, aber ich bin noch nicht durch mit der Animation. Okay. Okay, da haben wir sie alle. So, und jetzt können wir das hier aktivieren. Klick. Ja, nein, vielleicht. It should be operable now. Okay, ja, dann testen wir einmal. Ich glaube, da oben war auch noch irgendwas, oder? Now we wait. Naja, wir werden es sehen. Müsste jetzt nicht die Wahnsinnsstrecke gewesen sein, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau, hier war noch eine Leiter hinter. Doch nochmal so ein kleines verstecktes Rätsel hier, genau in dem Moment, wo ich es angesprochen habe. Frage ist nur, wo bringt es uns hin, ne? Hier unser regulärer Weg weiter. Ich hätte jetzt eher gedacht, da unten. Ne, doch, ist auch da unten eigentlich. Aber anscheinend lotst er uns hier auch wieder irgendwie da runter. Ist hier noch irgendwo was Tolles, Wahnsinniges? Oder warum sind wir hier? Check's noch nicht so ganz. So, der wird uns wahrscheinlich angreifen, oder? Nein? Doch. So, einmal an die Seite. Und da war es das auch schon für ihn. Und er will uns hier runterlotsen. Aber hier ist doch... Wo bin ich denn jetzt? Hier ist doch gar keine Leiter oder so, ne? Lustig, dass die... Ah, guck mal, hier ist noch so ein Teil. Naja. Ursprungsfragment. Ich vermute mal, das sind halt die Dinger. Ach so, weil wir kommen jetzt gar nicht mehr zurück. Deswegen will er uns hier runterlotsen. Ich verstehe. Nein, warum sind hier Gegner? Die hat man doch schon erledigt. Ich glaube, das ist so ein Ding für eins unserer Waffen-Upgrades, was wir da gerade gefunden haben. Now we wait. So, und da hinten ist die Tür, wo wir eigentlich hin wollten. Da müssen wir nur die 4 Gegner wieder da wegschnetzeln. Und dann schauen wir mal, was uns dahinter erwartet. Bevor wir jetzt hier irgendwie wieder was mit dem Wegpunkt backen oder so, ziehen wir den lieber erstmal aus diesem Zielpunkt da raus. Und lassen erstmal den Kampf beginnen, bevor wir in diesen Zielpunkt da reinrennen. Ja.
Nimm mal die Aggro da jemandem ab. Tyon hat sie mal wieder. Warum auch immer Tyon das mit der Aggro immer verkackt. So, jetzt haben wir gut gerade kurz wieder falsch ausgerichtet. Boah, ist auch ein munteres Laserfeuerwerk hier. Vielleicht hätten wir doch erst die kleineren machen sollen. Im Moment gehen wir gerade alle ein bisschen low. So, wir gönnen uns auch mal Synchro, damit wir hier nicht drauf gehen. So, der Lied ist auch hinüber. Dann sollte der Rest jetzt auch kein Thema mehr sein. Yo! Acceptable. Ich hätte eigentlich fast damit gerechnet, dass wir jetzt schon hier im Cutscene-Triggerpunkt stehen. Aber gut, der ist doch relativ weit hinten an der Tür. Ah, okay, das war auch gar kein richtiger Cutscene-Triggerpunkt. Das Tür öffnen war der Wegpunkt-Trigger. Boah. Cool sieht das da unten aus. Ich meine, gut, es sind nur ein paar blaue Punkte, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus hier in der gesamten Kulisse. Und der Chor singt weiter fleißig vor sich hin. Wie weit ist denn der Weg hier noch, ey? Shall we deal with this? Come here! I got something for you! Naja, machen wir halt einen Part nur Origin-Schnetzelei oder zwei. Ich glaube, ist es schon der zweite Part? Ja, ich glaube schon, ne? That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Ja, brezeln wir uns weiter hier durch. Feronis Fabrik 1. Feronises. Were they created inside Origin? Cavessi and Agnium ones together. Snuff me. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einem gigantischen Feronis oder so da in der Mitte aus. Er will, dass wir rechts rumgehen, aber es müsste eigentlich relativ egal sein. Ne? Sieht mir nach einem Rundgang hier aus. So, dann schnetzeln wir mal die 4-5 Kollegen hier eben weg. Tyon hat schon wieder Aggro, ey. Tyon ist so eine Flachzange. Halt dich doch mal zurück, Mann. Irgendwann müsste er es doch auch mal lernen, oder? So, weiter geht's. Den Rest hier können wir auch schon mal reinholen. Oh, da kommt noch jemand. Ja. Das könnten jetzt sehr viele sein, die wir hier insgesamt bekämpfen. Boah, achso, die Strahlen sind von uns. Gott sei Dank. So, noch einen erledigt. Wie sieht's bei uns an der Lebensfront und so aus? Eigentlich ganz gut. So, den nächsten der Kleinen hier erledigt. Okay, dann wird es langsam wieder ein bisschen übersichtlicher. Komm, wir synchronisieren auch mal Stufe 2. Ich denke mal, ganz so lange geht der Kampf ja auch nicht mehr. Da kommt das nächste Glitzerviechlein an. Oh, da kommen die nächsten zwei Viecher an. Okay, hier kommen wir gerade aus dem Kämpfen gar nicht mehr raus. Aber gut, dass sie immer erst jetzt gerade adden, wenn wir das ein oder andere Moped hier besiegt haben. Oh, kriegen wir das mal durch hier auf den? Ja, sehr gut. Dann ist der wenigstens so gut wie hinüber. Es waren wirklich viele gewesen, aber das haben wir bravouros gemeistert. So. Können wir einen Container hier noch mitnehmen? Sehr schön.
Und da hinten steht noch eine kleine Elite- und Glitzergruppe. Ja, komm, die machen wir noch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nach diesem Kampf beim nächsten Mal weiter. Es scheint ja immer noch ein Stückchen weiter zu gehen hier. Außerdem, wenn wir jetzt noch in so einen Bossfight oder so reinrennen würden, dann wird der Part 3 Stunden lang. Das braucht ja auch keiner. So, irgendwas haben wir, glaube ich, erledigt. So. Ah ne, hier ist noch ein Nicht-Elite. Dann lieber auf den zuerst. Was wir weg haben, haben wir weg. Und dann können wir uns auf den Elite konzentrieren. So, und jetzt haben wir noch den Elite übrig. Der sich natürlich nicht vom Schwanken beeindrucken lässt. Na gut, da muss er sich halt von normaler Prügel beeindrucken lassen. Ist auch okay für mich. Roms, aber kein Lucky 7. Das muss ich jetzt gleich erstmal nachgucken. Warum wir mit der normalen Klasse hier kein Lucky 7 haben. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Naja. Gut. Hätten wir dieses Pack auch schon erledigt. Und dann würde ich sagen, das letzte Pack. Ja, und diese Tür da unten öffnen und noch 500 Kilometer weiter rennen. Das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.